Ich habe eine Frage bezüglich Levitation. Levitation. Ja, ich meine das so, wenn Energie nach oben steigt oder etwas in der Art. Aber wie kann ein Körper nach oben steigen? Ich meine, es ist gegen die... Schau, jetzt schwebe ich. Es ist trotzdem Gesetz der Schwerkraft oder so. Wie könnte das passieren? Ist es das, was du fragst, oder ist es möglich? Ist es möglich? Wie funktioniert es? Und kannst du es? Is it possible? It is possible. Ist es möglich? Es ist möglich. How does it happen? Wie passiert es? Es gibt viele Wege, oder es gibt bestimmte Wege, durch welche du immer weniger zugänglich für Schwerkraft werden kannst. Es gibt bestimmte Übungen, bestimmte Kriyas, durch welche du weniger zugänglich für Schwerkraft wirst, wodurch man schweben kann. Es ist möglich. Oder wenn deine Kundalini mit gewaltiger Kraft hochsteigt, schwebt man vielleicht nicht, aber du kannst sehen, dass der Körper einfach von selbst abhebt und landet. Er bleibt nicht dort, aber er hebt ab und landet, hebt ab und landet. Wenn du dich ein wenig anstrengst, ohne jegliche Anstrengung geschieht es. Aber wenn du dich ein wenig anstrengst, mit ein wenig Anstrengung, wenn die Energie hoch ist, passiert es. Hast du von Mayama gehört? Die Heilige von Tamil Nadu? Mayama, hast du von ihr gehört? Niemand wusste, woher sie kam, aber es schien, ihre Gesichtszüge deuteten darauf hin, dass sie aus Nepal gewesen sein muss. Aber sie hat nie gesprochen. Sie war in Kanyakumari, der äußersten Südspitze Indiens. Ihre Freunde waren immer nur Hunde. Sie hatte eine ganze Schar von Hunden hinter sich. Sie hatte einen so direkten Umgang mit diesen Hunden, dass sie Essen aus den Hotels stahl. Du weißt, dass in diesen kleinen Hotels all diese Wade und anderen Dinge aufbewahrt werden. Sie nimmt es sich einfach und stellt es für die Hunde hin. Deswegen sind die Leute sie viele Male sogar körperlich angegangen. Die Leute schlugen sie, warfen Steine auf sie, weil sie von jedem Essen nahm und es den Hunden gab. Sie hat nie gesprochen. Dann stellten die Leute fest, dass sie zu bestimmten Zeiten, als die Leute kamen und sie beobachteten, einfach auf den Wellen des Ozeans schwebte. Sie saß nur so da und schwebte einfach. Deshalb hörten die Leute auf, sie zu belästigen, weißt du? Sie würden natürlich ihr Essen sicher verwahren, aber sie würden sie in keiner Weise körperlich misshandeln, weil sie sie auf dem Ozean schweben gesehen haben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du dich der Schwerkraft weniger zugänglich machen kannst. Ob ich es tun kann? Ich möchte auf dem Planeten gehen. Ich habe keine Absicht zu schweben. Bestimmte Menschen, die dem Pfad des Hatha-Yoga folgen, vollbringen gewöhnlich diese Kunststücke. Es hat keine lebenswichtige Bedeutung. Nun, wenn du für ein paar Minuten am Tag schwebst oder wenn du levitierst, inwiefern verändert es dein Leben? Unsere ganze Anstrengung hier ist, dass du durch das Leben gehen kannst. Sehr wohl auf dem Boden, aber du kannst durch das Leben gehen, egal was mit deinem Leben passiert. Egal welcher Art von Situation du gegenüberstehst, du gehst unberührt durch das Leben, immer noch wie ein Kind, so wie du geboren wurdest. Wie viele Dinge in deinem Leben passieren, es spielt keine Rolle. Wie viele Dinge gehen schief, alles geht schrecklich schief, jeder Tag ist eine Krise. Aber trotzdem gehst du unberührt durch das Leben, das ist ein Wunder. Ich will alle, dass ihr dieses Wunder vollbringt. Wenn du auf deinem Totenbett so bist, als wärst du gerade erst geboren, bedeutet das, dass du ein großartiges Wunder vollbracht hast, unberührt durch das Leben zu gehen. Das ist möglich. Wir sind also daran interessiert, dieses Wunder zu vollbringen.
in der Luft schweben, auf dem Wasser gehen. Was willst du damit tun? Wenn du 3 Tage lang auf dem Wasser gehst, wird es dir gut gehen, wenn du die ganze Aufmerksamkeit bekommst. Wenn du anfängst, jeden Tag auf dem Wasser zu gehen, wird dich niemand anschauen. Sie werden alle ihre Schnellboote nehmen und psst, weg sind sie. Dann wirst du dir auch wünschen, du hättest ein Boot. Ist es nicht so?